Ja, guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Schön, dass Sie es hierher geschafft haben in den wunderbaren Tonhallesaal, dem kleinen. Mein Name ist Benjamin Herzog. Ich werde diese kurze Einführung zusammen mit den Musikern des Stradivari-Quartetts machen, zusammen mit Maya Weber, der Gründerin und Initiantin und dem Kopf hinter den Stradivari-Klangwellen, zusammen mit Xiaoming Wang, Geige, Lech Uschinski, Bratsche und dem Pianisten Benjamin Engeli. Ja, Maya Weber, die letzte Saison, die stand ganz im Zeichen von Johannes Brahms. Jetzt vertieft ihr euch in den Kosmos von Robert Schumann, dieser Urtypus des romantischen Musikers. Was ist anders, wenn man sich in Schumanns Kopf und Kosmos vertieft und vorher in Brahms? Also es ist sicher sehr vieles anders. Wir sind jetzt erst am Beginn von diesem Jahr, aber ich denke, so auf Anhieb ist es die Emotionalität. Das ist eine viel vielleicht intensivere oder eine überschwänglichere Emotionalität, so würde ich das zusammenfassen. Große Unterschiede bei Brahms ja auch, aber sie ist irgendwie euphorischer, vielleicht intimer und euphorischer, gegensätzlicher, würde ich sagen. Die beiden Seelen, die in Schumanns Brust schlagen, Eusebius und Florestan, die viel zitierten. Ja, Sie hören heute zwei Werke, das Klaviertrio Opus 110 als erstes, aber als erstes möchte ich zusammen mit den Musikern über das Klavierquartett schreiben, Opus 147. Es ist entstanden im sogenannten Kammermusikjahr 1842. Robert Schumann war relativ frisch verheiratet, doch immerhin schon 2 Jahre zusammen mit Clara nach langen Kämpfen. Er hat viel Klaviermusik geschrieben zuerst und sich nach auch 2 Sinfonien dann entschieden, jetzt widme ich mich ganz der Kammermusik. Und zwar als erstes seltsamerweise dem Streichquartett, was ja so allgemein so ein bisschen als Königsgattung gilt. Er schreibt 3 Streichquartette im Sommer 1842 und macht sich danach daran, das Klavier, was ja auch das Instrument seiner Frau ist, wieder in diese Kompositionen hineinzuholen. Er schreibt zuerst in derselben Tonart Es-Dur, ein ja, überschäumendes Klavierquintett, ein sehr formal klares, wunderschönes Werk, das auch ihr spielen werdet, glaube ich, im letzten Konzert der diesjährigen Schumann-Klangwelle. Und eben dieses Klavierquartett, das schon mal ganz speziell anfängt. Wenn ihr da mal kurz das anspielen würdet. Und jetzt geht es erst richtig los. Wir verraten den Witz aber noch nicht. Ich erzähle Ihnen bloß.